Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch einen neuen Duplikationsglitch und zwar einen neuen Duplikationsglitch. Der alte wurde ja durch das letzte Update leider gefixt, aber es gibt dennoch einen neuen Glitch und ja, den zeige ich euch heute. Der ist meiner Meinung nach etwas nerviger, also man kann nicht mehr alles duplizieren, aber auf jeden Fall das Wichtigste ist, dass man Diamanten noch und sowas duplizieren kann, also alle Erz und so, die man halt zu Blöcken craften kann und halt auch wieder zurück. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das geht auf jeden Fall klar. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch einmal. Und zwar brauchen wir einmal kurz eine Werkbank. Auf jeden Fall müsst ihr eine Clock bauen. Die macht man ganz einfach so. Dann einmal mit dem Hebel ganz schnell aktivieren, Hebel abbauen. Und dann habt ihr auch so eine Clock. Und das sollte dann in so einen Dispenser führen. Und ja, das ist auch eigentlich schon alles, was man dafür braucht. Dann bräuchte man auf jeden Fall halt die Sachen, die man duplizieren möchte. Ich habe jetzt in dem Fall hier mal ein Stack Diamanten. Und es ist auf jeden Fall besser, wenn man sich erstmal so ein Stack an Erzen zusammenfarmt, weil danach kann man das ja unendlich duplizieren. Also von daher ist das, denke ich mal, auch nicht so schwer, einfach mal ein Stack irgendwie Dias oder so zu farmen. Das geht eigentlich relativ einfach, wenn man sich intensiv farmen geht. So, auf jeden Fall höre ich jetzt auf zu labern. Und zwar tun wir jetzt die Dias, ich tue die Werkbank mal lieber hier hin, tun wir jetzt die Dias da rein. Und dann gehen wir schnell in die Werkbank. Jetzt sammeln wir nämlich die Dias ein. Und jetzt müssen wir ganz schnell hier Blöcke machen. Und dann wieder schnell Dias. Und dann wieder Blöcke. Ups. Und das macht jetzt dann ganze Zeit. Denn ihr wisst, ich habe einen Stack Diamanten reingetan. Und ich glaube, ich bin gerade noch kreativ. Aber das ändert nichts, weil das geht auf jeden Fall auch in Survival. Und ihr seht schon, ich mache jetzt hier ganz viele Blöcke. Und die mache ich dann auch alle wieder zu Diamanten. Und dann wieder Blöcke. Diamanten. Oh, der Dispenser ist schon leer. Auf jeden Fall, ihr seht schon, wir haben jetzt mehr als ein Stack Diamanten. Wir haben jetzt 7 Diamanten dazu bekommen. Das heißt, der Glitch hat funktioniert. Und ihr seht schon, was ich damit meine, dass er nicht mehr so gut ist, weil man macht jetzt nicht so viel Plus damit, weil beim anderen konnte man einfach spammen. Also X spammen und dann hat man unendlich oft bekommen. Hier ja auch, aber hier dauert es halt etwas länger. Aber immerhin funktioniert das und wir machen das jetzt auch mal kurz mit Gold und im Survival, damit ich euch auch davon überzeugen kann, oder halt im Abenteuer selbst, genau dasselbe. So, auf jeden Fall, wir machen jetzt hier wieder Gold. Das Gute ist, das ist hier ziemlich am Anfang, das Gold. So, denkt dran, wir haben Stack Gold reingetan. So. Ich glaube, wir haben schon dupliziert genug. So. Ja, und ihr seht schon, wir haben jetzt 3 Goldbahnen dazu gemacht. Man sollte das auf jeden Fall schon etwas länger machen, dann lohnt sich das auch schon. Und auf jeden Fall, das Gute ist, es klappt. Und wir machen das jetzt auch einfach mal so aus Langeweile mit Eisen. Und ich muss mal kurz in einen Block craften. So, dann tun wir das Eisen noch da rein. Und dann machen wir wieder Eisenblöcke. Oh, wir haben schon einen gemacht. So, Eisenblöcke. Machen wir einfach noch ein paar mehr. So, zack. So, und oha, Alter. Ihr seht schon, wir haben jetzt 12 Eisenbarren dazu gemacht. Und das heißt, wir können uns einfach unendlich auf den Glitch machen. Ich weiß nicht, mit was können wir das noch machen? Auf jeden Fall mit Erzen und halt so Sachen, die man halt so craften kann und wieder zurückcraften kann. Also, ich glaube, es gibt da sogar nur die Erze, soweit ich jetzt weiß. Und ja, auf jeden Fall ist das Wichtigste, ja, dass man Erze duplizieren kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's auch schon mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt auch mal in die Kommentare, was ich noch so an Videos bringen kann. Und ich werde auch versuchen, noch in nächster Zeit aktiver zu werden, weil ich habe im Moment ein bisschen Praktikumsstress, weil ich habe jetzt noch nach den Ferien 3 Wochen Praktikum und das ist halt ein bisschen stressig dann, nebenbei noch so Videos zu machen. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.